Dieser Filmbeitrag richtet sich nicht an geübte und erfahrene Schrauber, die schon einige Umbauten gemacht haben. Nein, dieser Beitrag ist gedacht für diejenigen, die nicht so erfahren sind und so einen Motorradumbau zu einem Café Racer zum ersten Mal machen wollen. Und zu Beginn muss ich mir erstmal einen Klugscheißerpunkt aufschreiben, denn es heißt nicht Café Racer oder Coffee Racer, wie es jetzt auch in vielen TV-Magazinen falsch ausgesprochen wird, sondern es heißt Café Racer. Denn es hat weniger mit dem Getränk Kaffee zu tun, als mehr mit dem Ort, also das Café, wo sich in England in den 1960er Jahren die Rocker getroffen haben, um mit ihren zu Rennmaschinen umgebauten Serienmotorrädern illegale Straßenrennen abzuhalten. Darum Café Racer. So, Klugscheißerpunkt Ende. Aber kommen wir jetzt zu eurem Projekt. Ich will euch hier nicht sagen, wie eure Motorräder auszusehen haben, wie ihr was machen müsst oder welche Regeln es für Café Racer gibt, aber gerade wenn man noch unerfahren ist und zum ersten Mal so einen Motorradumbau angeht, dann sollte man sich sowas wie ein Konzept zurechtlegen. Denn wenn man ohne Konzept vorgeht und einfach so loslegt, dann wird das nur in den seltensten Fällen schön. Oft wird das Murks, schlimmstenfalls verliert man mitten im Projekt total die Lust oder es geht einem desaströs das Geld aus. Und dann wird das Projekt nicht beendet. Und viele einst schöne Motorräder landen dann irgendwann als Verkaufsannonce in einer Zeitung, wegen Projektaufgabe abzugeben. Aber der erste Umbau ist immer ein Abenteuer. Und wenn ihr nun also wirklich euer erstes Motorrad-Umbauprojekt starten wollt, dann haben wir hier ein paar Tipps fürs erste Projekt zusammengestellt. Das richtige Motorrad finden. Wenn ihr noch kein Motorrad habt, dann wählt für euren Umbau das richtige Motorrad zum Umbauen. Denn längst nicht alle Motorräder eignen sich für das, was ihr euch wünscht. Kauft euch gerade fürs erste Projekt am besten ein simpel aufgebautes Motorrad und steckt eure Umbauziele nicht allzu hoch. Sucht euch zu eurer Maschine Umbauten aus dem Netz, die euch gut gefallen. Studiert genau die Details der Motorräder und dann fragt euch, ist das, was ich da sehe, auch übertragbar auf das Motorrad, das ich habe oder das ich wählen würde? Besser fürs erste Projekt keine abgebrochenen Projekte von anderen kaufen. Wo selbst erfahrene Schrauber zögern, da sollten unerfahrene Schrauber auf jeden Fall die Finger davon lassen. Denn wenn ihr ein abgebrochenes Projekt kauft von anderen Schraubern, die auch unerfahren waren, dann kann es sehr gut sein, dass da entscheidende Teile fehlen, die entweder sauteuer sind oder super selten oder total schwer zu besorgen. Auch wenn in der Anzeige steht, kurz vor Fertigstellung und am Telefon dann geschworen wird, hier muss nur noch die Beschriftung auf den Tank und zwei Schrauben am Ventildeckel festgezogen werden, dann ist die Karre tipptopp TÜV bereit. Wenn ihr ein Motorrad kauft, das in Kisten verpackt ist, dann ist das eben wie Weihnachten. Man weiß nicht, was man bekommt und am Ende gefällt es einem vielleicht gar nicht. Das sieht doch alles ganz easy aus. Als Anfänger solltet ihr nicht von euch verlangen, dass ihr alles genauso machen könnt wie ein erfahrener Profi. Nur weil ihr euch in einigen Videos im Internet angesehen habt, wie ein Profi das macht. Denn zu sehen, wie man es machen kann und wie es andere machen, ist was ganz anderes, als wenn man es dann plötzlich wirklich selber machen muss. Also erwartet nicht zu viel von euch. Das Konzept. Ein kleines Umbaukonzept ist schnell zurechtgebastelt. Und damit kann man sich viel Frust und Geld sparen. Setzt euch zu Hause in Ruhe hin und fragt euch, was will ich machen, wo kann ich das machen, wie will ich das machen, wie lange kann das dauern, was wird das alles kosten, kann ich das selber machen oder brauche ich Hilfe, habe ich das passende Werkzeug, wie viel Kohle habe ich dafür, wann ist der günstigste Zeitpunkt und so weiter und so weiter. Alles Fragen, die ihr euch stellen müsst, bevor ihr anfangt. Universal Zubehörteile. Wählt die Zubehörteile, die ihr kauft, vorher gründlich und in aller Ruhe aus. Und mit Universalzubehörteilen ist das so eine Sache. Man ist nicht gut beraten, wenn man einfach mal so nebenbei zum nächsten Universalteile-Dealer schlendert und sich das Universalteile-Umbauset zusammenstellt. Ach Fräulein, geben Sie mir doch mal eben kleinere Blinker, kleinere Spiegel, eine andere Verkleidungsscheibe, eine andere Lampe, kleineren Tacho, einen breiteren Lenker. Ach,
Und ich nehme noch die Universal Racer Sitzbank von Katalogseite 66. Dann geht man mit dem ganzen schönen Zeug nach Hause und dann, spätestens bei der Montage der Teile, trifft der Traum auf die böse Realität. Dann passen Bohrungen nicht. Es fehlen Schrauben oder Muttern. Die Zubehörscheibe passt gar nicht über den Scheinwerfer oder sie ist viel zu groß. Die Universal-Sportsitzbank sieht am Moped nun doch total kacke aus. Beim Auspuff ist die falsche Dichtung dabei und die neuen Super-Mini-Blinker verschwinden leider hinterm Nummernschild. Die Laune sinkt und das gerade neu gewachsene Schrauberherz blutet. Das kann einem mit Zubehörteilen eben schon mal passieren. Gerade wenn man die wild zusammenwürfelt. Denn das sind halt Teile, die modellübergreifend für viele verschiedene Motorradmodelle gebaut worden sind. Im Katalog sehen die alle tipptopp aus. Zeitdruck ist ein schlechter Wegbegleiter. Wenn man mal angefangen hat mit dem Umbau, dann will man auch so schnell es geht Resultate sehen und fertig werden mit dem Gerät. Dann brennt die Sonne im Nacken und das ständige Fragen der Kumpels, na, wie weit bisse, macht es dann auch nicht besser. Aber in den Finger geschnitten, die Hand eingeklemmt, eine Schraube abgerissen, den neuen Scheinwerfer fallen gelassen oder eine Macke im neu lackierten Tank. Das alles sind die Resultate von Zeitdruck. Und gerade als unerfahrener Schrauber macht man dann gerne mal viele Fehler, die einen dann total zurückwerfen. Ruckzuck sind dann auch Leitungen zu kurz abgekniffen oder Teile vom Rahmen am Heck abgesägt, die man ja dann doch noch braucht. Oder. Darum lasst euch Zeit. Die Demontage. Wenn ihr dann anfangt zu demontieren, dann nicht einfach alles auseinanderreißen, sondern lasst euch auch da viel Zeit damit und arbeitet sorgsam. Nichts kaputt machen, nicht alles durchkneifen oder abreißen mit den Worten, das mache ich eh alles neu. Und keine Teile wegschmeißen. Denn im Laufe eines Umbaus stellt sich sehr oft raus, dass man nun doch alte Teile davon braucht oder die Teile komplett nochmal verbauen muss, weil die neu besorgten Teile nicht passen. Wenn ihr euren Umbau dann gemacht habt und zufrieden seid und alles funktioniert, dann könnt ihr sogar zur Refinanzierung eures Umbaus die alten Teile säubern und verkaufen, solange sie noch intakt sind. Lackierung. Egal wie viel Arbeit ihr in den Bock gesteckt habt und welche Details ihr mit wie viel Liebe gebaut habt, als allererstes sticht immer die Lackierung ins Auge. Und wenn die Lackierung kacke ist, dann, peng, interessiert sich niemand mehr für die Details. Ja, man kann auch kleine Teile selber lackieren, aber gerade die größeren Teile, wie Tank und Verkleidungsteile, die besser nicht selber lackieren, wenn ihr das nicht könnt. Nichts sieht an einem Motorrad beschissener aus, als eine schlecht gemachte Lackierung. Sitzbank beziehen ist genau wie lackieren eine wirkliche Kunst. Das ist echt nicht so einfach, das schön hinzubekommen. Und gerade Ersatz- und Universalsitzbezüge gehen gerne mal optisch voll daneben. Also, auch bei der Sitzbank lieber etwas Geld zur Seite legen und das ordentlich machen lassen, wenn ihr es selbst nicht könnt. Helfende Hände. Denkt nicht, dass ihr alles alleine machen könnt, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt. Macht euch vorher Gedanken darüber, wen kann ich im Notfall fragen, wer kann mir wobei helfen? Wird er das auch machen? Wie lange wird er dafür brauchen? Und was will der im Endeffekt dafür haben? Zeit, Platz, Werkzeug. Von all diesen Sachen, Zeit, Platz und Werkzeug kann man nie genug haben. Bedenkt die Eintragung. Von ganz klein bis ganz groß, alle motorisierten Zweiräder, die in Deutschland verkauft werden, sind für den deutschen Markt geprüft und zugelassen worden und haben eine sogenannte ABE. Also eine allgemeine Betriebserlaubnis bekommen. Und alle Veränderungen an Bauteilen, also der Austausch oder und das Hinzufügen von Bauteilen oder nur das Entfernen oder Weglassen von Bauteilen, können dazu führen, dass diese allgemeine Betriebserlaubnis komplett erlischt. Und je extremer das Umbauprojekt geplant und umgesetzt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr die Umbauten beim TÜV vorführen und eintragen müsst. Das kann manchmal ganz easy sein, aber im Regelfall ist das eine kleine Tortur. Da müssen Mustergutachten besorgt werden, Teileprüfungen und Sondererlaubnisse eingeholt werden. Macht euch bewusst, das dauert. Und dann hat man endlich alles zusammen und steht vor dem Herrn TÜV-Prüfer. Und dann macht der auf bockig, weil er genau heute
den ganzen Tag nur nagelneue und 1000%ig originale Ford Mondeos und neue VW Golf geprüft hat. Und dann kommt ihr kurz vor Feierabend mit eurer Drecksreuse angebrüllt. Da fängt dem der Kittel sofort am Flattern an. Und dann wird man begrüßt mit den Worten: Hör, nee, Kollege, so geht das nicht. Auch das vermiest einem dann schon mal die Laune. Aber auch dann, nicht aufgeben. Wenn das, was ihr da eintragen lassen wollt, Hand und Fuß hat, es gut gemacht ist und sich innerhalb der vertretbaren Grenzen bewegt, dann findet ihr in der Regel auch einen Prüfer, der euch das genehmigt und einträgt. Fahrt also nicht zu irgendeinem TÜV, sondern erkundigt euch vorher nach einem, der Ahnung hat. Und die Königsdisziplin wäre natürlich, alles aufzuschreiben, was man so vorhat, eventuell ein paar Fotos beilegen, die man im Internet gefunden hat, und sich dann einen passenden TÜV-Mann suchen und alle seine Pläne bei dem offenlegen. Und schon mal vor dem Umbau fragen, geht das oder geht das nicht? Der sagt einem dann, ja, das geht oder nein, das geht nicht. Oder wenn Sie das und das machen wollen, dann müssen Sie das und das beachten. Bin ich ein Typ, der Projekte zu Ende bringt, oder habe ich da nicht schon öfter mal was nicht zu Ende geschraubt? Und das steht ja auch noch da hinten in der Ecke. So ein Umbauprojekt abbrechen zu müssen, ist extrem frustrierend und kostet bei Motorradsachen auch dann schnell richtig Geld. Dann hat man den Rahmen und die Gabelholme schon Pulver beschichten lassen, der Tank ist schon neu lackiert, alle Teile sind schon gekauft und dann fällt einem auf, dass zum Beispiel gerade bei diesem Modell die Elektrik ein totales Desaster ist. Und dann verliert man die Lust. Wenn ihr also eher nicht so ausdauernde Projektverfolger seid, dann haltet eure Umbauprojekte lieber einfach. Plant Fehler ein. Viele Umbauten, die nach dem Umbau gut aussehen, stellen sich im normalen Straßenbetrieb dann doch als totale Fehlkonstruktionen raus. Dann sind die ungemütlich oder unpraktisch oder dann doch unsicher. Sitzbänke, die sich als viel zu hart rausstellen, aber leider schon genau an den Höcker angepasst sind. Lenker, die einem die Handgelenke schon einschlafen lassen, wenn man den Bock nur aus der Garage schieben will, in denen aber schon die Ochsenaugen verbaut sind. Spiegel, die an den Tank anschlagen, Instrumente, die nachts viel zu hell sind oder die man gar nicht richtig ablesen kann. Dann hat man wochenlang geplant, gebastelt, Geld ausgegeben und dann ist es natürlich schwer, sich wieder von Einzelteilen zu trennen. Aber das ist ganz normal. Details. Plant auch kleinste Details gut im Voraus. Denn am Ende kommt es immer auf die Details an. Plant den richtigen Zeitpunkt für den Umbau. Denn es ist wahrscheinlich sinnvoller, so einen Umbau im Winter zu machen, als wenn ihr die Kiste im Sommer auseinanderreißt und dann erst mal Wochen oder Monate nicht fahren könnt. Wenn alle Kollegen schöne Sommerausfahrten machen und ihr als Einzige nicht dabei seid, weil eure Kiste gerade als Mobile in der Garage liegt. So. Ich hoffe, dass in diesem Video für den einen oder anderen was Nützliches an Ratschlägen dabei war. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemandem seine Idee zu madig gemacht. Ich wünsche euch, dass euer Umbauprojekt genauso wird, wie ihr das wollt. Und ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß beim Schrauben. Baut ein schönes Motorrad, lasst euch genug Zeit, dann klappt das auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.